Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 11 Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Michel und bei Henning. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr Hofkönige seid. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Karte Felsbrunn von der Lord. Downloadgröße 335,97 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fahrzeug aus Spinnerei entfernt, schwebende Objekte entfernt, Hafen in Nord und Süd umbenannt, Verkaufsstation Gasthaus hinzugefügt, AGLB arbeitet jetzt als Zugsilo, Getreidemühle Hafen funktioniert jetzt, mehr kann jetzt gekauft werden, Precision Farming hinzugefügt, weitere kleine Änderungen. Es wird ein neuer Spielstand benötigt. Das nächste neue Update kommt für die Karte Hillybee Creek von Gamer Designs. Downloadgröße 211 MB in der Version jetzt von 1.0.0.3 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, ein neuer Spielstand ist optional, ersetzt gefällte Bäume. Übersicht PDA aktualisiert, Verknüpfung entfernt, die beim Löschen einer großen Anzahl von Bäumen einen Glitch verursachte. Die Karte Spruce Mountain Farms von Maps by Mako kriegt das nächste Update, Downloadgröße 159,73 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, ein neues Savegame ist nicht erforderlich. Behoben, dass die Felder 31, 32 und 33 nicht funktionieren. Schneemaske zu grünen und roten Pfaden hinzugefügt. Schneemaske zum Starter Farmbereich hinzugefügt. Anpassungen am Fußgängerspline in der Stadt. Anpassungen an einigen Objekten und Winterobjekten rund um die Karte. Anpassungen zum Speichern von Fahrzeugspawns. Wichtig, die folgenden Änderungen werden einen neuen Spielstand erfordern. Sie haben es so gemacht, dass sie jetzt einen kleinen Gewinn für den Verkauf von Hilfsfarmen erzielen. Die weißen Zäune auf der kleinen Farm waren Teil der Auxiliary Farm Gebäude. Wenn sie die Zäune löschen, werden auch die Gebäude gelöscht. Dies wurde überarbeitet, sodass Zäune jetzt gelöscht werden, ohne die Gebäude zu löschen. Hinweis, um die neuen Zäune zu sehen, ist ein neuer Spielstand erforderlich. Ohne ein neues Spiel werden die weißen Zäune vollständig von der Farm entfernt. Das nächste neue Update kommt für den John Deere X. Das nächste Update kommt für den John Deere 6R Series von Blauea, Downloadgröße 46,81 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Preise überarbeitet, Radoptionen überarbeitet und Felgen geändert, einige Verbesserungen vorgenommen, um die Slotnutzung zu verringern, Starfire-Empfänger und 100 Jahre Aufkleber sind jetzt optional. Der Feltrina MR4A von SMI Modding Team kriegt das nächste Update. Downloadgröße 15,78 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kollisionen mit dem kleinen Tank behoben, Position der Aufkleber korrigiert. Wir kommen zum Agromarsch APN30 von Karas und Arek. Downloadgröße 4,58 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Grubber zinken und Scheiben federn jetzt bei der Feldarbeit. Das Paket mit Premium-Säcken und Säcken von Happy Mole kriegt das nächste Update, Downloadgröße 5,04 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Grafik überarbeitet, Mehrfachkauf hinzugefügt, Gartensubstrat hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Pack mit den kleinen Hühnerstellen von Barthe, Downloadgröße 12,1 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Backsteinvariante hinzugefügt, Kapazität auf 40 Hühner erhöht, Preisänderung und erhöhte Lagerkapazität für Futter, Modell verbessert, Texturen verbessert. Das Wasserbrunnenpark kriegt das nächste Update, kommt von Puma 145, Downloadgröße 5,78 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neuer Brunnen hinzugefügt, der Brunnen wurde verbessert, das Wasser wurde auf frei umgestellt. Das nächste Update kommt für die echte Schmutzfarbe von Viper GTS 96, Downloadgröße 46 KB in der Version jetzt von 1.2.5.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, behoben, Multiplayer-Fehler bei der Verwendung von Fahrzeugen, die Real Dirt und Color nicht unterstützen.
Und wir kommen zum letzten Update und das kommt für das dynamische Missionsfahrzeuge und zwar von TN4799, Downloadgröße 0,18 MB in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Unterstützung für Missionsfahrzeuge aus Mods und DLCs zu laden hinzugefügt. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Karte und zwar heißt diese Neufernatal, kommt von Emproloop, Downloadgröße 189,16 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Der Text sagt, herzlich willkommen auf der Neufernatal. Die Neufernatal ist eine fiktive Karte, die nach der Region benannt wurde, aus der ich stamme. Diese Karte bietet neben einigen Produktionen auch genügend Platz, eigene zu platzieren. Des Weiteren kann man auf der Karte Felder auch malen, falls es schnell gehen sollte. Die Map eignet sich perfekt für alle Arten der Land- und Forstwirtschaft im Single und auch im Multiplayer. Für die Landwirtschaft werden über 37 Felder zum Bewirtschaften geboten. Neben dem Haupthof gibt es noch 4 weitere Höfe inklusive Hotspots auf der PDA. Erstens Hühnerhof, das ist der Haupthof, dann gibt es einen Kuhhof, einen Schweinehof und einen Schafhof. Diese Mod benötigt Decorative Details Pack von Triangles Trouble, Modernes Haus von Etiatek und Ground Stains von Top Ace 888. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, kommen wir hier bei unserem Farmhaus heraus. Das ist dieser hier. Dann haben wir hier schon etwas an Equipment stehen. Wir haben hier einen Unterstand. Wir haben neben dem, dass wir etwas an Equipment haben, auch einige Sachen wie Paletten und Big Bags rumstehen. Wir haben auch zum Hof gehörend hier das kleine Gewächshaus, ein bisschen Wasser oder ein Wasseranhänger. Wir haben eine Balle Gras, eine Balle Heu und eine Balle Stroh und hier haben wir dasselbe auch noch in der Rundballenversion. Des Weiteren haben wir hier nochmal ein paar Big Bags rumstehen. Dann, wenn wir hier rausgehen, haben wir hier ein Hühnergehege mit einer Kapazität von 100 Tieren. Dann haben wir hier ein Schneidewerk, wir haben hier unser Silo, wir haben hier unseren Drescher, einen 8T Fendt. Das ist dann hier etwas weiteres an Equipment, ein Unterstand hier. Hier haben wir einen Dieseltank, der auch zu dem Starthof gehört. Das ist das, was zum Starthof gehört, wenn wir uns die PDA angucken. Ist das diese Karte hier. Die Felder sind schön verteilt, ist eine ganz normale Standardkarte. Wenn wir gucken, wo unser Starthof ist, dann ist das diese hier. Wir haben hier diesen Teil des Hofes. Das ist da, wo unser Farmhaus draufsteht. Hier ist der andere Unterstand mit dem Silo. Wir haben Feld 1, 2 und wir haben Feld 17, was zu unserem Hof gehört. Die Feldgrößen liegen so zwischen 0,8 Hektar und ungefähr 8 Hektar in der Größenordnung. Also in dieser Größenordnung bewegt sich das. Parzellen gibt es aber auch, die größer sind, also das zum Beispiel hier mit dem Wald dazu, das sind dann 8 Hektar. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender, es gibt keine Zusatzfrüchte. Aufträge sind vorhanden und wir haben als Startproduktionsbetrieb haben wir ein kleines Gewächshaus, das haben wir ja schon bereits gesehen. Des Weiteren schauen wir mal drauf, welche Produktionen vorgebaut sind. Und zwar haben wir hier die Schreinerei, wir haben die Molkerei, wir haben den Schokolatier, also die Schokoladenfabrik. Dann haben wir hier die Bäckerei, das ist das kleine Gewächshaus, das zu unserem Hof gehört, die Getreidemühle und die Biogasanlage. Das ist das, was an Produktionen verbaut worden ist. Des Weiteren haben wir als Abholpunkte, also Füllpunkte, einmal den Misthaufen hier, einen Misthaufen hier. Des Weiteren haben wir hier einen Wassertank, unseren Treibstofftank auf unserem Hof. Hier haben wir noch die Tankstelle. Ansonsten schauen wir uns jetzt an, was die Verkaufsstellen sind. Hier der Viehhandel, die Spinnerei, das Restaurant, der Gesteinbrecher. Wir haben hier unten das Sägewerk. Dann haben wir den Bauernmarkt und den Bauernmarkt Schüttgut. Natürlich haben wir noch das Silo, was zu uns gehört. So, des Weiteren haben wir hier den Viehhandel, den Fahrzeughändler. Dann haben wir hier einen Hof, das ist der Schafhof. Des Weiteren haben wir hier oben haben wir den Schweinehof und hier ganz oben ist der Kuhhof. Das Startequipment schauen wir uns natürlich auch noch an. Wir haben zwei Varios, einmal den 314er und einmal den 211er als den Traktoren. Dann haben wir noch einen mittelgroßer Traktor, den 7810er John Deere. Dann haben wir den Drescher, dann haben wir gesehen, das ist der 8PL. Dann haben wir den Frontlader, den Tourion 639. Wir haben einen Pickup.
Wir haben einen Anhänger, auch natürlich von Klaas Schneidewerke, haben wir hier dieses hier. Dazu haben wir noch den Anhänger. Dann gibt es Traubentechnik, Mulcher, auch in der Traubenausführung, den Tiefenlockerer ebenso. Dann gibt es hier den Grober. Beim Tiefenlockerer gibt es den Kombiplau 4 Meter oder den Disc or Wein, also die Weinversion. Dann gibt es eine Sämaschine, dann gibt es eben den Wassertank, den haben wir uns schon gesehen. Frontlader, Werkzeug, haben wir eine Palettengabel und einen Ballenspieß. Und wir haben noch ein Gewicht von einer Tonne. Wir machen uns mal auf einen Rundflug über diese Karte hinweg. Also hier unten ist also unser Starthof mit den beiden Feldern, die zu uns gehören. Wir haben diese beiden Stücke hier. Wenn man nur über die Straße geht, könnte man auch noch den Pferdehof, der hier steht, kaufen. Da gibt es eine kleine Pferdeweide, die man kaufen kann. Dann die Karte ist nicht flach, hat aber nicht sehr große Gefälle. Bis auf das eine Feld, und das ist das Traubenfeld hier. Würde mal sagen, typischer Südhang könnte das sein. Das ist dieses hier. Hier haben wir eine Stellfläche für weitere Produktionen, wenn man das so möchte. Hier haben wir den einen anderen Hof. Das ist der Schaf- oder Schweinehof. Hier haben wir den Kuhhof. Ja. Das ist das Dorf. Ja, die Karte ist in Ordnung, sind natürlich die Standardproduktionen verbaut worden. Lebt von der weiten Landschaft hier, also ist nicht super eng. Man hat auch schön Platz. Die Felder sind gemischt zwischen organisch und quadratisch praktisch Gutfeldern. Eine schöne Karte, wenn man diese Art von Landschaft mag. Verkehr ist auch da. Ein Fluss, der quer durch die Karte geht. Wir haben noch ein bisschen Wald. Ja, ich würde sagen, das war schon mal zu dieser Karte. Wir gehen nicht weiter in die Details rein, weil wir die Zeit nicht dazu haben. Denn es gibt noch eine zweite Karte und die schauen wir uns jetzt an. Und die zweite neue Karte heißt Oberkirchheim, kommt von Delort, Downloadgröße 133,57 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Willkommen im Oberkirchheim. Dieser Ort befindet sich irgendwo in einem Tal in Bayern. Von Grund auf ist diese Karte flach, hat aber unebene Felder. Das erwartet dich auf der Karte. Zwei Höfe mit Maschinen, 82 kaufbare Flächen, 45 Felder, Händler, Viehhändler, BGA, Sägewerk, 4 Ställe, 8 Verkaufsstationen, 8 Produktionen, 4 Gewächshäuser, Sammelstücke, Precision Farming, DLC-Unterstützung, viele neue malbare Dekorationen, benötigte Mods, Bavarian Farm Pack, Farmhouse Loderer, Grass Dry und Natural Water Plants. Wenn wir die Karte als neue Farmer starten, dann kommen wir hier bei unserem Farmhaus raus. Dieses Farmhaus hat man schon des Öfteren gesehen, das wird immer wieder verwendet, ist auch ein sehr schönes Farmhaus. Als erstes fällt auf, dass wir hier schon 300 Hühner haben, das ist eine ganze stolze Menge. Und die haben auch schon genügend Futter, also der Futtersilo hier ist voll, 9000 Liter sind drin, 300 Tiere sind auch drin. Des Weiteren haben wir hier einen Unterstand, haben wir hier etwas am Werkzeug rumstehen. Des Weiteren haben wir hier natürlich auch den Kuhstall. Der hat auch schon 15 von 45 Kühen drin. Also auch hier ist schon was vorbereitet. Futter ist auch schon drin. Des Weiteren haben wir hier natürlich den Miststall. Hier haben wir einen Kärcher, haben wir noch mehr Werkzeug rumstehen. Hier drin ist noch nichts drin. Da kann man seine Frontladewerkzeuge drin verstauen. Des Weiteren haben wir hier einen Unterstand und der hat eine Sämaschine und einen Pflug drin. Wir haben den Schneidewerkswagen. Wir haben hier etwas an Saatgutlager, aber da ist kein Saatgut drin. Des Weiteren haben wir einen Wassertank, da kann man einfach Wasser holen. Des Weiteren haben wir hier unser Hofsilo, das ist auch leer. Dann haben wir hier zwei Keilsilos. Wie gesagt, da haben wir hier den Kuhstall. Kann man hier reingehen. Sie sehen, Futter ist auch schon drin. Des Weiteren haben wir hier einen Dieseltank mit 2000 Litern Diesel befüllt. Dann haben wir hier weiteres Werkzeug. Wir haben hier auch
einen Valtra-Traktor, und zwar die Q-Serie. Das ist schön, dass da neues Equipment gebraucht wird. Wir haben den Fendt-Favorit 511 auch hier drin stehen. Des Weiteren haben wir hier das Graslandbearbeitungswerkzeug drin. Das ist schon schön separiert. Und hier gehen wir wieder zurück zum Kuhstall. So, das ist der Hof, wenn wir als neue Farmer starten. Hier oben im Dachboden ist nichts verstaut, das ist also leer. Wir schauen uns die PDA an. Es ist also eine ziemlich kleine Karte. Wenn wir als neuer Farmer starten, fangen wir an mit Feld 1 und diesem Landstück hier, wo der Haupthof drauf gebaut ist. Feldgrößen gibt es zwischen 0,3 Hektar und ca. 3 Hektar in der Größe. Also die Felder sind eher klein gehalten. Es gibt auch Parzellen, die Waldparzellen, die gekauft werden können. Hier diese Grasparzelle kann auch gekauft werden, um eventuell noch weitere Objekte platzieren zu können. Der Aussaatkalender ist Standard, hat keine Zusatzfrüchte. Aufträge sind ebenfalls vorhanden. Und wie gesagt, haben wir auch schon Kühe, die im Stall sind, plus noch im Bauernhaus Loderer. Das ist der zweite Hof, da gibt es auch schon Kühe drin. Und wie gesagt, die 300 Hühner, die schon von Start auf dabei sind. Wir schauen mal drauf, welche Produktionen verbaut sind. Standardmäßig, das ist die Schreinerei, die Getreidemühle, die Müslifabrik. Dann haben wir hier den Fahrzeughändler, Werkstatt, Schreinerei, Ölmühle, Traubenverarbeitungsanlage, die Bäckerei. Dann haben wir hier den Viehhandel. Hier haben wir als weiteres die Grastrocknung. Hier haben wir das Bauernhaus, das ist natürlich keine Produktion. Eine Molkerei und die Spinnerei und als guter Letzt haben wir noch die Zuckerfabrik und hier unten habe ich fast vergessen das Sägewerk. Bei den Ladestationen haben wir eine Tankstelle für das Elektrofahrzeug und eine normale Tankstelle. Des Weiteren haben wir hier das Saatgutlager und den Wassertank und hier drüben haben wir noch die Kaufstation. Ablade- und Verkaufsstellen haben wir hier oben den Bauernmarkt, wir haben das Restaurant, den Supermarkt, die Pizzeria, wir haben den Steinbrecher, wir haben das Straight-Lager, wir haben das Hochsilo-Multifrucht. Das ist natürlich auf einem Hof, weiteren Hof verbaut. Und hier ist das Biomasse-Heizkraftwerk. Das Start-Equipment besteht aus dem Fendt-Favorit 511 und dem Valtra Q225 und dem Fendt 714. Den Mähdrescher haben wir den CH77 von New Holland mit dem Schneidewerk und dem Transportanhänger für die Schneidewerke. Wir haben einen Rudolf-Anhänger, wir haben einen Pflug, wir haben einen Grubber, wir haben eine Sämaschine, die Mähtechnik, also die ganze Graslandarbeit haben wir hier auch, Wender, Schwader, Ladewagen. Und das war's schon mit dem Equipment, was wir als Startfarm bekommen. Wir gehen auf den Rundflug und wir können tatsächlich sehen, dass die Karte nicht sehr groß ist. Ist eher eine kleinere Karte, aber ist aber sehr schön ausgearbeitet. Gibt es die kleinen Tricks, wo dann die Fahrzeuge sich quasi aus dem Weg gehen müssen. Aufgepasst, hier kann man wahrscheinlich nicht mit den großen Traktoren arbeiten. Hier unten haben wir, wie gesagt, schon noch etwas mehr Tiere da. Wenn man dann diese Landstücke kauft, dann hat man diese Tiere schon zur Verfügung. Die Felder sind eher klein gehalten, sind alle quadratisch praktisch gut, hat wahrscheinlich nicht sehr viel Platz an den Feldrand draußen, daher wahrscheinlich Helfer nicht unbedingt helferfreundlich. Auf jeden Fall haben wir auch hier noch einen Fluss, der rumgeht hier, also im Prinzip quer durch die Karte geht und wir sehen, wir haben hier oben noch große Teile der Karte, die vielleicht noch erweitert werden dann am Ende oder ja, mit dem Verlauf der Zeit. Auf jeden Fall, ja, das ist diese kleine Karte, schön gemacht, schön viel und schön dekoriert und ja, viel Spaß dabei. Und damit kommen wir zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Walz-Missionen, kommt von TN4799, Downloadgröße 16 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod fügt Walz-Missionen zu den Missionen hinzu. Walz-Missionen können nach dem Ansehen eines Feldes generiert werden. Man verdient in etwa 700 Euro pro Hektar des Feldes. Das ist schön, dann hat man jetzt auch die Möglichkeit Walz-Missionen zu machen. Vielleicht kommen dann noch weitere Missionen hinzu. Zum Beispiel Mulchen und so weiter.
Die nächste neue Mod heißt Case IHRFS Connect Steiger Serie, kommt von Karl Farms und Custom Modding. Downloadgröße 72,24 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies dieses Pack hier. Das sind vier Traktoren, die dazu gehören. Wir fangen an mit dem AFS Connect Steiger Series Road Track. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 468 PS, wird Last geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1287 Litern, 174 Litern DEF. 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 22,9 Tonnen und kostet 458.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard und Continental. Dann bei den Reifenvarianten kann hier die Breite des Laufbandes verändert werden. Dann Track Spacing gibt es zwischen 80 Grad, 88 Zoll, 120 Zoll und zurück zu 80 Zoll. Dann bei Design gibt es die Version EU oder US. Dann gibt es EU ohne Plakate, dann US mit Frontbox, EU mit Frontbox, Übergröße, Übergröße mit Rockbox und so weiter und so fort. Frontoptionen gibt es hier einmal vordere Gewichtshalterung, dann gibt es 600 Pfund, 1200 Pfund und 1800 Pfund Frontgewicht. Die Fenster können getönt werden und zwar in verschiedenen Stufen, einmal leichte Tönung, starke Tönung und Schwarztönung. Und zurück zu Standard. Dann bei den Rundumleuchten gibt es zwei verschiedene Stile in drei verschiedenen Ausführungen. Da könnt ihr das durchklicken, wie ihr möchtet. Lichter gibt es Leistungsbeleuchtung, LED-Lichter, dann LED- und Leistungsbeleuchtung und so weiter und so fort. In-Cab-Monitore, das heißt, wie viele Monitore eingebaut werden sollen im Cockpit. Einmal Feldansicht, einmal Präzisionsfarming und einmal Präzision und Feldansicht, Felsansicht 2 und so weiter. Da gibt es verschiedene Versionen. Bodenbelag gibt es entweder Standard, dann Karton und Teppich. Auspuffversion gibt es zwei, einmal Standard und einmal mit der Regenkappe. Dann gibt es die Heckkupplung, da gibt es die hintere Gewichtshalterung. Dann gibt es 2200 Pfund Gewicht, 3100 Pfund, dann gibt es die Schnellkupplung, Heckkupplung und dann fängt es wieder von vorne an. Flottennummern kann man hier vorne hinzubauen, gibt es zwischen 1 und 9. Dann gibt es die Motorenausführung, die 420er Road Track und zwar in der PowerShift Version. Dann gibt es die CVT Version, die hat 468 PS ebenso. Dann gibt es die 470er Version, auch in der PowerShift und in der CVT Version. 524 PS haben diese. Dann gibt es die PowerShift 500, die hat dann 558 PS. Auch hier gibt es die CVT Version davon. Dann gibt es hier die Hauptfarbe, die kann gewählt werden zwischen Silber, Schwarz und Case IH. Rot und dann kann die Felgenfarbe aus den gleichen drei Farbtypen ausgewählt werden. Dann kann bei der Designfarbe aus denselben gleichen Farben ausgewählt werden und betrifft das Interieur, also den Sitz im Cockpit. Dann kommen wir zum AFS Connect Steiger Series und zwar im schmalen Rahmen. Der hat dann eine Leistung von 425 PS, wird Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 1287 Litern, 174 Litern DEF. 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 21 Tonnen und kostet 368.000 Euro. Die Reifenvarianten haben wir hier: Michelin, Continental, Mitas, BKT, Rederstein, Lizard und Trelleborg. Dann gibt es auch hier verschiedenste Reifenvarianten, die gehe ich nicht durch. Dann bei den Designoptionen, das haben wir ja schon gesehen, ohne Plakate und so weiter, mit Frontbox und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedenste Versionen, die haben wir aber schon gesehen. Frontoptionen, die haben wir auch schon gesehen mit den Gewichten, die man hinzubauen kann. Dann die Fenstertönung und so weiter, das haben wir alles auch schon gesehen. Das gehen wir nicht nochmal durch, weil das haben wir alles schon gesehen. Wir gehen direkt zu der Motorenausführung. Wir haben hier die Steiger 370 mit 425 PS. Auch hier gibt es zwei Versionen. Die 420 ebenso mit 462 PS gibt es auch beide Versionen. Die 470 mit 524 PS gibt es auch beide Versionen. Dann die Farben haben wir ja auch schon gesehen. Die Farbauswahl ist dieselbe. Die Hauptfarbe hier ist natürlich für den Body. Dann kommt die Designfarbe. Das ist wieder den Sitz betreffend. Und die Felgenfarbe hier ist klar, betrifft die Felge.
Dann kommen wir zum Quad Track. Der kommt dann mit einer Leistung von 524 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1170 Litern, 174 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 27,7 Tonnen. Der Preis 482.000 Euro. Die Reifenhersteller auch hier, Lizard und Continental, das haben wir auch schon gesehen. Dann können wir auch hier die Reifenvariante oder die Bandlaufwerke verbreitern oder nein. Alles andere haben wir schon gesehen, das gehen wir nicht nochmal alles durch. Deswegen gehen wir direkt zu der Motorenausführung. Hier haben wir den 470er mit 524 PS in beiden Versionen. Dann gibt es den 500er mit 558 PS, ebenfalls in der lastgeschaltet und in der CVT-Version. Die 540er, die hat 613 PS und auch hiervon gibt es zwei Versionen. Die 580er, die kommt dann mit 647 PS und davon gibt es nur diese eine Version, und zwar die lastgeschaltete Version. Dasselbe gilt auch für die Version 620, die ist dann mit 692 PS und auch hier gibt es nur diese eine Version, die lastgeschaltet ist. Die Farboptionen haben wir schon gesehen, deswegen gehen wir gleich weiter zum letzten, und zwar ist das wieder die Connect Series in der weiten, also in dem White Body, White Frame, und das ist diese hier, 558 PS hat diese Tankfüllmenge für Diesel von 1170 Litern, 174 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Gewicht liegt bei 22,9 Tonnen und kostet 480.000 Euro. Diese Optionen haben wir alle schon durchgesehen, deswegen gehen wir gleich zu der Steigerausführung 500, also zu den Motorenausführungen. Die 500er, die hat 558 PS und auch hier gibt es bei der Version dann den 540er, der gibt es mit 613 PS. Auch hier gibt es bei der Version den 580er mit 647 PS. Da gibt es nur die lastgeschaltete Version, wie schon beim vorderen, und natürlich die 620er mit 692 PS gibt es auch nur in der lastgeschalteten Version. Die Farboption auch hier haben wir schon gesehen, deswegen gehen wir weiter zu der nächsten neuen Mod. Damit kommen wir zum Dahlbau Hydraflex in der Version 5.2. Dieser kommt von Hydraulic, Downloadgröße 4,33 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Walze hier zum Verdichten des Bodens nach der Aussaat, kommt mit einem Gewicht von 4,8 Tonnen, braucht 100 PS, Arbeitsbreite 5,20 Meter, 15 km ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 3.100 Euro. Wir kommen zum K700, dieser kommt von Timirschianov 102, Mac und Erlan 10, Downloadgröße 50,65 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich glaube, den haben wir von kurzem besprochen in der Kirovets-Version. Und hier haben wir die Lizard-Version jetzt für alle Plattformen. Kommt mit einer Leistung von 220 PS, wird manuell und lastgeschaltet. 450 Liter ist das Fassungsvermögen für Diesel, 33 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 14,2 Tonnen und kostet 73.000 Euro. Motorhaubenverkleidung gibt es ja oder nein, das ist dies hier. Externe Aufkleber, das sind diese Aufkleber hier, gibt es linke Tür, rechte Tür und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedenste Versionen. Innendesign gibt es Größe und Ölkanne, eine große Ölkanne drin, Ohrenschützer, Tasche und so weiter, gibt es die Kombinationen davon. Externes Design gibt es Standard, externe Kabinenfilter, Rundumleuchte, Dreieck und dann gibt es alle Kombinationen davon. Kraftstoff gibt es Kapazität plus 30 Liter, plus 60 Liter und dann geht es zurück zu der Standardversion. Werden Zusatztank mit eingebaut. Bei der Motorenausführung gibt es den 238er NB mit 220 PS. Der nächste hat dann den Stage 1, der hat dann 240 PS, den Stage 2 265 PS, die Stage 3 290 PS. Das ist dann hier auch das Maximum. Dann bei der Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft den Unterbau. Die Kabinenfarbe ist klar, betrifft die Kabine. Farbe der Verkleidung wählen wir mal gelb aus. Die Verkleidung, die haben wir nicht dazu gebaut, das wäre dann diese hier. Farbe der Verkleidung. Weiß nicht, was dies betrifft. Aufkleberfarbe ist klar, betrifft die Aufkleber, wenn man diese dann angebracht hat. Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden. Als nächstes kommen wir zum Landstahl BTS 300. Diese kommt von Reverse Mods. Downloadgröße 10,86 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist diese Scheibenecke hier, 2,1 Tonne wiegt diese,
braucht 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 10.500 Euro. Walze gibt es Dachring, T-Ring, U-Profil und Scheiben. Dann Scheibe 1 gibt es Design, hier Scheibe 2, Scheibe 3 und zurück. Reflexion gibt es ja oder nein, das sind natürlich diese Sicherheitsschilder hier. Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Blau und betrifft diese Teile hier. Ich ändere das nochmal, damit ihr das sehen könnt. Das sind diese Teile hier, die das verändert. Die nächste neue Mod heißt Kraftstofftank 3000L, kommt von MacTracker 921, Downloadgröße 1,29 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Tank hier, passt natürlich 3000 Liter, 100 Kilo wiegt diese und kostet 2.500 Euro. Die Tankfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier und betrifft natürlich den Tank und der Rahmen kann entsprechend aus derselben Farbpalette gefärbt werden. Diese kann natürlich mit Diesel gefüllt werden, damit man immer genügend Diesel dabei hat. Eine sehr gute Sache, finde ich. Eine sehr originelle Idee. Wir kommen zum Laserzapfsäuler Gen 4 MTS. Dieser kommt von JD Modding Arc. Downloadgröße 3,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Tiefenlockerer hier, kommt mit einem Gewicht von 2,1 Tonne, braucht 200 PS, Arbeitsbreite 4 Meter, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 35.000 Euro. Die Sicherheitsstoßstange ist die nächste neue Mod, kommt von Smetty, Downloadgröße 3,43 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses hier, wiegt 2,5 Tonnen, kostet 3.500 Euro und die können Aufkleber hinzugefügt werden, und zwar Fendt, John Deere, die ganzen Marken. Dann gibt es außer den Marken gibt es noch die Möglichkeit hinzuzufügen King of the Road, dann Best Driver, dann Steel Place with Tractors oder kein Aufkleber. Die Designfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die nächste neue Mod heißt Kuhn IT 26 Custom, kommt von GTX, Downloadgröße 3,85 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Futtermischer hier, der natürlich auf einen IT Runner Pack raufgekommen werden muss. Und zwar kommt dieser mit einem Volumen von 26 Kubikmeter, wiegt 4,8 Tonnen und kostet 49.000 Euro. Es ist zu empfehlen, dass dieser auf die große IT-Runner-Plattform kommt, weil auf der kleinen macht er beim Abkippen ein bisschen Spacken. Aber auf jeden Fall, ja, ist es dieser hier. Und dieser kann autonom betrieben werden, ob jetzt da jemand dabei ist oder nicht. Ob das jetzt angeschlossen ist oder nicht, kann man hier dies automatisch dann auch, ohne dass ein Traktor da ist, betreiben, da ein autonomer Motor mit eingebaut worden ist. Wir kommen zum LH822D, dieser kommt von Woodcraft Modding und Oscar 8599, Downloadgröße 27,7 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich dieser Holzfäller hier, also die Maschine zum Holzfällen, kommt mit einer Leistung von 282 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 585 Litern, 80 Litern DEF, 6 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 37 Tonnen. Der Preis 485.600 Euro. Der Unterwagen hier kann verbreitet werden, und zwar zu breiter Unterwagen und einer breiter Unterwagen mit Moorbändern. Dann Heckschild gibt es ja oder nein, das ist dieses Schild hier. Dann gibt es noch das Crane System, das Lizard Crane System, ja oder nein, das soll eine Funktion hinzufügen. Wir haben vor kurzem diesen schon mal angeguckt, deswegen gehe ich hier nicht weiter in die Details ein. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, was Arbeitsgeräte und Maschinen angeht, und zwar ist das die Multifrucht-Erntepaket von TN4799, Downloadgröße 0,11 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Im Prinzip nimmt dies alle Fahrzeuge, die entweder Kartoffeln oder Zuckerrüben nehmen, und machen diese quasi kreuzmäßig verfügbar. Das heißt also, Werkzeuge, die vorher bisher nur für Kartoffeln gegolten haben, können jetzt auch für Zuckerrüben verwendet werden und umgekehrt ebenso. Das heißt also hier, je nachdem, was für Erdfrüchte auf der Karte verbaut sind, könnt ihr diese einfach nutzen. Es gibt dasselbe Gerät, nimmt also beides auf. Man muss jetzt also nicht unbedingt extra noch das eine oder das andere hinzukaufen. Das ist hier sehr praktisch, finde ich auch sehr logisch, und mir gefällt das sehr, sehr gut.
Wir kommen zum Hühnerstall-Pack. Dieses kommt von Nike, Downloadgröße 12,69 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und natürlich hier die Hühner. Da gibt es zwei Pakete. Einmal der kleine einzelne Hühnerstall mit Platz für 40 Hühner und dann das doppelte, die doppelte Version. Das ist dann diese mit Platz für 80 Hühnern. Der Preis liegt zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und Unterhalt pro Tag liegt zwischen 5 und 10 Euro. Hier können, wie gesagt, 80 Hühner untergebracht werden. Hier kann man aufmachen. Dekorativer Effekt. Sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Die Eier sind super schön dargestellt. Ja, hier werden dann die Paletten gespawnt. Und hier drüben wird das Futter reingegeben. Das ist alles dazu. Wir kommen zum kleinen Garten von Happy Mole, Downloadgröße 4,8 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich bin mir sowas von sicher, dass dieser schon mal da war, nur war damals das Zusatzpack, und zwar das Paket mit Premium Paletten und Säcken. Das ist also das, wo das Gartensubstrat jetzt mit drin ist. Das war damals noch nicht abgedatet. Jetzt ist sie wahrscheinlich nochmal gekommen als neue Mod. Ja, auf jeden Fall hat man die schon gesehen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Produktion und Gewächshäuser ist dieser Garten hier. Kostenpunkt zum Platzieren 500 Euro. Und wie hier wird in zwei Rezepten hergestellt, jeweils Tomaten, Salat und Erdbeeren. Da gibt es zwei verschiedene Rezepte. Einmal mit Mineraldünger und einmal mit Mist. Und Gartensubstrat wird hier natürlich verlangt. Das Gartensubstrat ist zu haben. Das ist hier ein einzelner Sack mit der Füllmenge von 50 Litern, Preis 5 Euro. Und dann gibt es noch die ganze Palette mit einem Gewicht Volumen von 1050 Litern, kostet 105 Euro. Das habe ich mal hier hingestellt. Das ist dieses Gartensubstrat. Und hier haben wir schon fertige Erdbeeren. Das ist also dieser kleine Garten hier. Die nächste neue Mod heißt Schafweide, kommt von Brumi Farmer, Downloadgröße 6,57 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Tiere und Schafe, ist dieser riesengroße Stall hier oder Gehege. Kostenpunkt zum Platzieren 51.000 Euro, Unterhalt pro Tag 100 Euro pro Tag. Das ist also dieses Gehege hier. Hier passen rein 300 Schafe. Das Gebäude ist rein dekorativ, kann also nicht betreten werden. Hier wird dann das Futter hier reingekippt und hier natürlich das Wasser. Wir kommen zum mittleren Fahrsilo. Dieses kommt von Dark Freak. Downloadgröße 2,66 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Ist dieses Silo hier. Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro, Unterhalt pro Tag 5 Euro. Ja, da gibt es wirklich nicht mehr viel zu sagen dazu, ist dieses Keilsilo hier. Die nächste neue Mod heißt Rundes Brennholz-Silo, kommt von Red Phoenix, Downloadgröße 1,78 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem, ist dieses kleine Silo hier. Kostenpunkt zum Platzieren 750 Euro. Hier kann man das Gitter wettmachen, also öffnen, damit man das Holz dann rausnehmen kann. Und hier kann natürlich Brennholz mit eingelagert werden. Hat natürlich nur einen Rollenspielcharakter. Die nächste neue Mod heißt platzierbare Rampe, kommt von Adobe Modding Stoneway Design ABP Team, Downloadgröße 0,52 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ebenfalls zu finden im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Ist diese Rampe hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 1400 Euro und kein Unterhalt pro Tag. Das kann man platzieren, wo man das gerne möchte, um natürlich entweder Sachen besser reinkippen zu können irgendwo. Der große Kürbis ist die nächste neue Mod, kommt von Adobe Modding Stoneway Design ABP Team. Downloadgröße 0,7 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie könnt ihr es auch anders erwarten, ist natürlich ebenfalls unter Dekoration und Sonstigem, ist dieser Kürbis hier, Kostenpunkt zum Platzieren 200 Euro. Der nächste neue Mod heißt Unterstand, kommt von LS Designs, Downloadgröße 0,98 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist dieser Unterstand hier, Kostenpunkt zum Platzieren 8000 Euro, Unterhalt pro Tag 10 Euro. Ja. Das ist dieser Unterstand hier. Gibt es gar nichts mehr zu sagen zu. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Bauernmarkt.
Kommt von Raging Reapers. Downloadgröße 1,67 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro. Unterhalt pro Tag wird nichts angegeben. Hier soll alles verkauft werden können, was auf der Karte mit eingebaut worden ist. Hier ist sogar der Holzverkaufstrigger da. Ja, ist eine Allesverkaufsstelle. Viel Spaß damit. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch deinen Daumen da. Möchtest du keine weiteren Videos dieser Art verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Überlege dir doch bitte, den Kanal zu unterstützen, indem dass du Mitglied wirst von diesem Kanal, damit auch du namentlich erwähnt bist und somit auch finanziell dem Kanal weiterhilfst. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Woche. Bis die Tage. Danke, tschüss und hasta luego.